Bevor ich diesen Kanal hier begonnen hatte, bevor ich mich entschieden habe, einen Horrorkanal aufzumachen, hatte ich bereits großes Interesse an den unterschiedlichsten gruseligen Legenden und vor allem an Creepypastas. Und es gab eine dieser Internet-Horrorgeschichten, die mich damals mehr gefesselt hat als alle anderen. Es ging um die gruselige Legende, das gruselige Mysterium von Herobrine. Für alle, die jetzt nicht wissen, wer oder was genau Herobrine jetzt ist. Letztendlich ist Herobrine eine legendäre Kreatur, die angeblich in dem Spiel Minecraft sich versteckt halten soll. Alles begann im August 2010, als ein Post immer und immer wieder verbreitet wurde. Eine Person sprach davon, dass sie eben in ihrer Singleplayer-Welt die unterschiedlichsten gruseligen Dinge bemerkt hatten. Ihr müsst wissen, 2010 gab es noch nicht die Möglichkeit, im Multiplayer so zu spielen, und so haben viele Leute ihre eigenen Einzelspielerwelten aufgemacht, in denen eben nur sie existierten, nur sie arbeiten konnten, und trotzdem bemerkte diese eine Person Dinge, die nicht normal waren. Er sagte, er bemerkte seltsame Strukturen, die gebaut wurden, die er aber nie gebaut hatte. Pyramiden aus Dreck, die mitten im Ozean stehen, oder auch andere Türme oder Wälder ohne Blätter. Gleichermaßen bemerkte er auch, wenn er eben nach Diamanten oder anderen Erzen gesucht hatte, dass auf einmal im Untergrund, unter seinem Haus oder an anderen Orten, seltsame Tunnelsysteme auftauchten. Es waren riesige Tunnel, die er nie gebaut hatte, die aber plötzlich da waren und von irgendjemandem erschaffen werden sollten. Er sagte, dass eben irgendetwas Seltsames, etwas Gruseliges vor sich geht und irgendetwas sich in dieser Minecraft-Welt versteckt hielt, und dieses Etwas konnte er dann auch beweisen mit einem Screenshot. Dieser Screenshot ging damals um die Welt, denn es zeigte seine Einzelspielerwelt und man sah auch, dass er einen Nebel aktiviert hatte, weil er scheinbar einen schlechten PC hatte oder einen nicht so guten PC, und im Nebel versteckt konnten wir eine Person sehen. Es sah aus wie der typische Minecraft-Steve-Skin, der ganz normale Skin, den jeder von uns hat, wenn er das Spiel startet, nur dass dieser weiße Augen hatte. Dies war die legendäre Kreatur Herobrine, ein anderer Spieler, der es scheinbar schaffte, in Singleplayer-Welten von Leuten zu kommen und dort eben die gruseligsten Dinge machte. Er war von diesem Tag an eine mystische Kreatur geworden, die jeder versuchte irgendwie zu beweisen. Viele Leute fingen an, eben darüber zu reden, dass sie die gleichen Dinge erlebt hatten, dass sie auch solche Tunnelsysteme in ihrer Map gefunden hatten, Wälder ohne Blätter oder auch diese gruseligen Strukturen wie irgendwelche Pyramiden, die gebaut wurden, lange bevor Minecraft selbst zum Beispiel Pyramiden eingebaut hatte. Viele Leute sagten, dass sie damals nie damit umgehen konnten, was das bedeutete, warum sie das gefunden haben, doch nun waren sie sich sicher, dass auch ihr Spiel heimgesucht wurde von diesem Herobrine. Und wer Herobrine war, wurde auch relativ schnell durch Gerüchte im Internet immer und immer bekannter. Denn viele Leute gingen davon aus, dass Herobrine ein Geist gewesen ist. Eine echte verstorbene Person, die diese Spiele heimgesucht hatte. Und manche sagten sogar, dass diese verstorbene Person der Halbbruder oder Bruder von Notch gewesen ist, dem Macher von Minecraft. Angeblich soll eben der Geist seines kleinen Bruders in dieses Spiel eingefahren sein und taucht nun in den unterschiedlichsten Welten bei all den unterschiedlichsten Spielern auf. So war jedenfalls die Legende hinter diesem gesamten Vorfall. Es dauerte aber nur wenige Jahre, bis wir eine Antwort zu diesem originalen Post bekommen hatten. Der Macher, der damals davon gesprochen hatte, dass er Herobrine gefunden hatte, dass in seiner Welt dieser Herobrine existierte, kam hervor und sagte, dass das alles nichts weiter war als eine ausgedachte Geschichte. Es war letztendlich einfach nur eine Creepypasta gewesen, die er veröffentlicht hatte, weil er diese Idee gut fand. Die Sache war, auch wenn dieser originale Post über Herobrine nichts weiter gewesen ist als eine simple ausgedachte Geschichte, waren trotzdem immer und immer mehr Leute hervorgekommen, die sagten, dass er recht hatte mit seiner Geschichte. Dass auch sie bewiesenermaßen eben diese seltsamen Strukturen gefunden hatten. Und auch andere Maps, die weltweit offiziell veröffentlicht waren, zeigten die gleichen Sachen. Es waren offizielle Maps, wo man wusste, dass niemand die gebaut haben konnte, beziehungsweise die so gebaut hatte. Und auch in diesen Maps fand man diese seltsamen Tunnelgänge. Es gab sogar einen Streamer, der damals auf einer Livestreaming-Plattform Minecraft spielte, in seiner Singleplayer-Welt. Und plötzlich ging er in sein Haus und sah ebenfalls diese seltsame Kreatur. In seinem Haus stand Herobrine und er rannte daraufhin weg. Bis heute hat dieser Streamer darauf geschworen, dass das, was damals vor Jahren passiert ist, tatsächlich echt gewesen ist.
Ihr müsst wissen, wenn Leute lügen, wenn Leute irgendwelche Sachen erfinden, wie zum Beispiel das mit dem originalen Post über Herobrine, lösen sie es eigentlich irgendwann auf. Irgendwann kommt man hervor und sagt, ja, das war alles ein Witz gewesen, wenn halt viel Zeit vergangen ist. Doch dieser Streamer ist bis heute sich zu 100% sicher, dass das, was damals passierte, echt gewesen ist und er es nicht beeinflusst hatte. Angeblich hatte er damals echt Herobrine auf seiner Map gehabt. Doch die Frage ist, haben wir in irgendeiner Art und Weise noch andere Beweise für Herobrine? Diese Strukturen sind bewiesenermaßen da, diese seltsamen Pyramiden, Tunnel und sonst etwas, doch gibt es noch mehr Beweise? Zunächst einmal zu dieser Theorie, es wäre Notchs toter Bruder gewesen, der diese Spiele heimsucht. Notch sagte daraufhin auf ihrer offiziellen Plattform, dass Herobrine nicht echt ist, dass er auch keinen kleinen Bruder gehabt hatte, der irgendwie die Spiele heimsucht, er hat nur einen Halbbruder, den er nicht einmal kennt. Er sagte also offiziell, dass Herobrine nicht existierte, doch viele Leute glaubten ihm nicht, sagten, dass diese Sache nichts mit normalen Spieleentwicklern zu tun hat, sondern dass hier wirklich etwas Paranormales, etwas Übernatürliches in den Spielen passiert, über das Notch selbst als Macher keine Kontrolle mehr hatte. Gleichermaßen sagte Notch aber auch, dass Herobrine vielleicht irgendwann mal existieren würde. Das Seltsamste war dann, was viele Leute verunsichert hatte, dass auf einmal in den Minecraft-Updates, in den Patch-Notes stand Removed Herobrine, also Herobrine wurde entfernt. Viele Leute sahen das und dachten, dass dies der Beweis war, dass Herobrine tatsächlich existierte und nun in diesem einen Update entfernt wurde. Doch seit diesem Update steht immer und immer und immer wieder in den Patch-Notizen, dass Herobrine entfernt wurde, dass Herobrine nicht wirklich existiert und einem aus dem Spiel rausgenommen wurde. Viele Leute sahen dies nun als Beweis, dass das Ganze nur ein Witz ist, dass eben die Macher von Minecraft sich einen Scherz erlauben und deswegen eben immer wieder reinschreiben, dass Herobrine entfernt wurde, um eben Anspielung auf diesen Mythos zu nehmen. Andere Leute sagen, dass jedes Mal aufs Neue die Macher von Minecraft versuchen, Herobrine zu entfernen, doch es einfach nicht hinkriegen, weil sie diesen Geist nicht von dem Spiel lösen können. Es ist also letztendlich eine Sache zwischen, ist das Ganze nur ein Spaß der Macher, was wahrscheinlich und was die logische Antwort ist, und haben wir es hier wirklich mit einem paranormalen Geist zu tun, der die unterschiedlichsten Spiele heimsucht. Auch wenn ich übrigens gesagt habe, dass seitdem immer und immer wieder diese Patch-Notiz kommt, Removed Herobrine, stimmt das nicht ganz. Denn ihr müsst wissen, die neuesten Patch-Notizen haben eben diese Meldung nicht. Jahrelang, beziehungsweise fast bestimmt 8-9 Jahre lang, gab es diese Meldung in Minecraft, Removed Herobrine. Und plötzlich ist sie verschwunden. Plötzlich in den neuesten Updates haben sie sie weggelassen. Manche Leute sagen, dies liegt daran, dass Minecraft verkauft wurde und sie jetzt nicht mehr diesen Witz machen wollen und sie jetzt einfach weitermachen wollen und das ignorieren. Und andere Leute wiederum behaupten, dass dies irgendwie ein Beweis sein soll, dass Herobrine mittlerweile oder jetzt zumindest in das Spiel tatsächlich eingearbeitet wurde. Doch ich möchte euch einmal die logischste Antwort geben, ob Herobrine wirklich existiert oder nicht. Zunächst kann man sagen, es könnte natürlich sein, dass die Macher von Minecraft Herobrine einbauen. Doch das Ganze würde nicht sonderlich viel Sinn ergeben. Denn ihr müsst wissen, wenn ihr Minecraft anfangt, wenn ihr ein Spiel spielen wollt, dann wollt ihr euch selbst eine Map aufbauen. Ihr wollt nicht, dass irgendwo ein seltsamer Geist oder Dämon rumläuft, der eure Bauwerke kaputt macht, der euch Sachen klaut oder seltsame Strukturen baut. Das ist nicht der Grund, wieso man Minecraft spielt, und es würde wahrscheinlich den Spielspaß von vielen Leuten irgendwie kaputt machen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Macher von Minecraft Herobrine wirklich einbauen würden in das Spiel. Doch es gibt eine logische Antwort, warum diese seltsamen Strukturen in Minecraft auftauchen. Einerseits könnte das Ganze einfach zufällig sein. Zufallsgenerierte Orte, die eben irgendwie falsch geladen wurden und wo man deswegen eben diese seltsamen Formen und Strukturen sieht. Sowas kommt in Minecraft häufiger vor. Irgendwo tauchen seltsame Löcher auf, die da nicht sein sollten, oder seltsame Strukturen, die nicht normal sind. Letztendlich kann also das Ganze, was wir sehen, diese Wälder ohne Blätter, diese seltsamen Tunnelgänge, alles könnte im Endeffekt nur ein großer Glitch sein, wie er früher in Minecraft immer vorkam und bis heute vorkommt. Ihr kennt bestimmt auch seltsame Worldgrenzen oder so, wo Gebirge oder Landschaften mit einem Mal abgehackt wurden und plötzlich kommt Meer oder eine andere Landschaft. Dies sind simple Spielfehler, die eben bei einer so großen Welt wie Minecraft passieren können, und so kann es, gerade früher, als das Spiel noch nicht so ausgereift war, durchaus sein, dass eben seltsame Tunnel entstanden sind, die nicht da sein sollten, seltsame Pyramiden und dergleichen, einfach weil es ein Fehler war. Wenn man also logisch an diese Sache rangeht, müsste man sagen, Herobrine existierte nicht und alles ist letztendlich nur eine Fehlinterpretation von Glitchen.
Gleichermaßen gibt es aber weltweit tausende Leute, die sagten, sie hätten Herobrine sogar gesehen. Die Bilder haben und Videos, wo sie sagten, dort stand er. Sie haben ihn gesehen, sie haben ihn fotografiert und auf Video. Und für manche dieser Videos und Bilder gibt es bis heute keine Beweise und keine Gegenbeweise. Das war das, was ich euch einmal sagen wollte. Mich würde interessieren, was ihr glaubt. Glaubt ihr, diese uralte Legende von Herobrine ist tatsächlich echt oder ist das Ganze nichts weiter als eine frei erfundene Geschichte? Eure Meinung gerne in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.